Hallo zusammen und willkommen zu unserem zweiten Lauf unserer Carrera Digital 124 GT Meisterschaft. Heute auf Platz 1 Wolle in seinem Porsche 911 RSR, auf Platz 2 Andy S im 458 GT3, auf Platz 3 Rainer, auch Kimi genannt, in der Corvette C7R, dahinter Andy D in einem weiteren Ferrari 458 GT3, dann der schöne Momo Ferrari, in dem Daniel sitzt, und auf Platz 6 der BMW M4 GT3 von Volker. Startplätze werden bei uns gelost, also kein Qualifying. Rennen werden bekanntermaßen nicht in der ersten Kurve gewonnen. Es geht von Platz 2 auf Platz 6 zurück für Andy S im weißen Ferrari. Im nächsten Zweikampf hier mit den zwei roten Fahrzeugen kann man schön sehen, wie man mit ausreichend Grip auch parallel durch die Kurven fahren kann. Der Ferrari greift hier den Porsche an, setzt sich jetzt davor und macht jetzt die Tür zu, indem er die Spur wechselt. Sehr schönes Manöver, auch wenn es nicht lange gehalten hat. Damit der Porsche wieder in Führung, direkt dahinter die C7. Der BMW macht sich auch schon im Rückspiegel breit. Hier sieht man schön, Andy S ditcht hier zweimal den Porsche an. Müsste natürlich erstmal die Spur wechseln, wenn er vorbei will. Da wir an diesem Lauf neun Fahrer waren, mussten immer wieder ein paar aussetzen. Da konnten wir also ein paar schöne Videoaufnahmen machen. Rainer hat hier ein paar schöne Slow-Mos zur Verfügung gestellt. Da binde ich hier ein, man sieht schön den hohen Grip in den Kurven. Das macht schon richtig Spaß. Andy, nicht schieben, dann muss ich überholen. Kampf um die Führung zwischen dem roten Porsche und der schwarz-roten Corvette. Schönes Symbolmanöver hier vom Momo Ferrari, der innen durchsticht gegen den M4 GT3 vom Volker. Der BMW schiebt sich jetzt hier vorbei auf Platz 2. Kampf um Platz 2 hier zwischen dem BMW auf Platz 2 und dem Momo Ferrari auf der 3. Hier hat sich Dani leider verschätzt, fliegt ab und der BMW kann jetzt ein paar Meter gut machen. Die ersten vier immer noch in einer Runde. Schönes Überholmanöver jetzt hier in der Boxengasse. Die Corvette überholt den roten Porsche jetzt direkt beim Rausfahren. Sehr schön gemacht. Hier wollte Wolle zu viel, verliert den Wagen im schnellen S. Es geht sofort mit dem nächsten Zweikampf weiter. Ferrari gegen BMW. Volker versucht sich hier zu verteidigen. Unterschätzt die Kurve und landet im Reifenstapel. Autsch. Nächster Zweikampf. Zwei Ferraris kämpfen hier um die Position. Daniel im Momo Ferrari gegen Andy S im weiß-blauen. Schön anzusehen. Jetzt läuft Andy S allerdings auf den roten Porsche auf, der deutlich langsamer unterwegs ist. Das macht halt den Reiz beim digitalen Rennen aus, dass man eben auch rechtzeitig zum Überholen ansetzt. Jetzt greift Andy dem roten Ferrari den weiß grünen BMW von Volker an. Um auf dem Niveau hier digitale Rennen auszutragen, braucht man natürlich auch immer die richtigen Fahrer an der Bahn. Das ist ganz klar. Andi, du hast eine Schale in der Absätze. Was? Andi, geh. Nein. Jetzt hast schon einer weniger. Alles gut, weiter. Andi, D hat durch das Nichtantreten der Durchfahrtsstrafe leider eine Runde verloren und damit leider auch eine Position an Volker. Vielleicht zwei Sätze zu den Autos. Wir fahren natürlich magnetfrei mit einem längeren Getriebe 16:44 mit dem Serienmotor auf Moosgummirädern für bessere Traktion und das Trimmen ist erlaubt. Ähnliche Situation gerade eben. Andy D kommt am roten Porsche erstmal nicht vorbei, muss Abstand halten. Wenn man drauf fährt, gibt das sofort eine Strafe. Das sollte man also vermeiden. Wechselt jetzt die Spur, um anzugreifen. Jetzt ist auch Andy S im Geschehen mit drin. Fährt ja auch parallel zum roten Ferrari ganz dicht auf den Porsche auf. Hier nochmal eine schöne Zeitlupe der letzten Kurve vor Startziel. Das ist eine K1. Die macht dann auf und die Fahrer können hier schön rausbeschleunigen.
Jetzt ein kleiner Fehler von Andy S., der hier leider abfliegt, wo er sich gerade am Porsche vorbeischieben will. Und hier macht Andy D. jetzt die Tür zu. Sehr schönes Manöver. Es geht direkt weiter. Zweikampf zwischen den beiden Ferraris. Der weiße Ferrari hängt hier an einem Porsche dran, schiebt ihn weg und möchte jetzt in der nächsten Szene die Tür zumachen, damit Daniel in seinem Momo-Ferrari nicht vorbeikommt. Verschätzt sich und zieht jetzt nach links rüber und räumt Daniel gnadenlos ab. Revanche kommt sofort. Dani fährt hier Andy S. hinten auf, der gerade am Spurwechseln war. Und dann kommt Volker mit seinem schweren BMW und räumt den Ferrari auch nochmal ordentlich ab. So geht es natürlich nicht. Genau, Peter, so wird das nicht toleriert. Wir kommen jetzt in die spannende Schlussphase. Aktuelle Reihenfolge im Rennen. Rainer auf der Position 1 im Schwarz, in der schwarz-roten Corvette C7. Dann auf Position 2 der weiß-grüne BMW von Volker. Und dann auf Position 3 der hier gezeigte Ferrari in der Momo-Lackierung. Rainer kommt jetzt rein. Jetzt wird es nochmal spannend. Er muss jetzt wirklich ins Splash and Dash und schnell wieder raus. Ja, er ist schon wieder unterwegs. Hier kommt schon der Zweitplatzierte angerauscht. Der Vorsprung ist natürlich jetzt dramatisch zusammengeschmolzen. Die ersten drei jetzt alle in der gleichen Runde. Hier der Volker, der jetzt nochmal versucht zu pushen, um noch vielleicht auf Platz 1 vorzufahren, wenn Rainer hier einen kleinen Fehler macht. Hier fährt die führende Corvette durch die Schikane. Hier kommt Volker im BMW und hier kommt Daniel in seinem Momo-Ferrari. Damit die ersten drei alle in der gleichen Runde. Wird eine extrem spannende Schlussphase, denn die Zweit- und Drittplatzierten haben keinen Sprit mehr. Das wird also nochmal sehr, sehr knapp. Entweder es reicht oder es geht mit der Platzierung nach hinten. Nochmal der freundliche Hinweis von der Rennleitung, vielleicht die Box anzusteuern. Jetzt sind die Abstände wirklich nur noch eine Viertelrunde zwischen dem ersten, zweiten und dritten jeweils. Jetzt kommt die Zieleinfahrt des Führenden. Hier fährt jetzt Rainer durchs Ziel, Volker dahinter auf Platz 2 und Dani auf Platz 3. Das Rennen ist zu Ende. Jetzt muss Wolle durchs Ziel fahren und dann ist das Rennen beendet. Ja, stopp, weiterfahren, jetzt nicht aus. Langsam in die Box fahren. Das war also unser zweiter Lauf mit insgesamt 9 Startern. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beim Rennen. Und wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und einen Daumen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.